Tigen, Tigen. So, dann auf nach Ryloth, würde ich sagen. Wo wir gerade schon waren. Und ja, ein schöner Planet eigentlich mit der untergehenden Sonne. Und da sehen wir unsere Protagonisten. Das System verlassen haben, aber es sind noch viele Droiden in Resten. Wir sind die erste Republikseinheit, die ihnen gegenübertritt. Aber der Kampf ist vorbei. Sie haben verloren. Warum geben sie nicht auf? Es verstößt gegen Ach, du musst noch viel lernen, junger Padawan. Der letzte Droide fällt, nur um mehr von uns zu erledigen. Die Jedi sollten an der Front sein und den Angriff leiten, nicht den Schrott aufräumen, den die Separatisten vergessen haben. Im Krieg geht es nicht um Ruhm, Kleine. Jedi suchen nicht das Abenteuer. Doch scheint es sie immer zu finden. Wollt grad sagen, Anakin. So. Wir überfliegen Ryloth. Oder sein Ruin. Die verdammten Blechbüchsen haben kaum was stehen lassen. Daran gewöhnt man sich schnell. Wieso hat es Restin so erwischt? Die Separatisten wollten hier ein Exempel statuieren. All das nur, um ein Zeichen zu setzen? Hat doch geklappt. Als das bekannt geworden ist, hat sich die Hauptstadt Lesau sofort kampflos ergeben. Tja. Da unten könnte es laut Geheimdienst ein ganzes Droidenbataillon geben. Es wird nicht einfach, sie da rauszubekommen. Lieber würde ich gegen eine ganze Droidenarmee kämpfen, als mich durch dieses Chaos zu wühlen. Geht mir eh nicht, Trooper. Es ist Zeit, dass eure Rüstung schmutzig wird. Wie lief von dir? Nähern uns jetzt der Landezone, General. Bereit machen zur Landung. Alles klar, Rex. Yeah. Yeah, immer mit seinen zwei Karabinern. Die Landezone scheint sicher zu sein, auf jeden Fall frei von Droiden. Unsere Scouts konnten die Stadt noch nicht auskundschaften, Sir. Die Holobrücken in den äußeren Sektoren haben keine Energie. Wir errichten das. Und schrotten jede Blechbüchse, der wir begegnen. Seid vorsichtig, General. Unsere Patrouillen stoßen auf starken Widerstand. Wir sind vorsichtig. Nicht wahr, Ahsoka? Wo bleibt da der Spaß? Damit hat sie wohl recht. Wir sehen uns am Treffpunkt, Sir. Ach, Spaß wird schon geben. So, hier sehen wir Rex, die Klone, die hier untätig rumstehen. Ein AT-AT, ein Kampfschiff, wo auch Klone drin sind, wie wir sehen. Ja, aber wir dürfen natürlich mal wieder für die Action sorgen und werden hier gleich mal auf Ryloth für ein bisschen für Party sorgen. Da sehen wir diese Punkte, die wir immer schön einsammeln. Ja, weil sie einfach nützlich sind. Hier unter dem riesigen Kampfläufer. Sehr cool gemacht. Punkte for the win. Ein Speicherpunkt. Mit Punkten neue Kleidung erhalten. Ah, ja. In den Laden gehen du musst. So, hier sind wir jetzt im Laden. Da können wir zum einen Hüte und Masken kaufen. 3PO kauft Boss des Delta-Teams zum Beispiel. Hier, yeah. Republic-Kommando-Helm aus dem Spiel Star Wars Republic-Kommando. Finde ich sehr geil, dass sie das eingebaut haben. Habe ich ja auch schon durchgezockt. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Das RP und hier 07 der Delta-Helm. Dann gibt's noch Rotter der Hutling-Maske, Garnackt-Kopf, Akbar-Kopf, Boba Fett-Helm, EG-05-Helm, Gredo-Kopf, Imperiale Sturmtruppe und was es da nicht alles gibt, können wir uns dann alles kaufen. Kampf-Upgrades, verbessere deine Klone und oder Jedi, Druiden-Upgrades, Druiden-Tanz und Cheats. Nein, ich will keine Cheats. Wir werden das Spiel schön ohne Cheats durchspielen, wenn wir schon auf pussymäßigen Padawan durchspielen. So, hier sehen wir die ganzen Kosten. Aber da haben wir noch nicht genug Punkte für, also ist das eigentlich erstmal noch unerheblich. So. Was kann man denn bei Status überhaupt machen? Anakin oder Ahsoka stellen die Energieversorgung in der von dem vom Kampf gezeigten Stadt wieder her. Energie für Resin. Okay, das ist unsere aktuelle Quest. Bevor wir da hochgehen, möchte ich mich hier nochmal umgucken. Ah, Clone Trooper. Was für ein Ort. Hier könnten überall Blechbüchsen sein. Wir würden sie nicht sehen. Schluss mit dem Geschwätz, Glänzer! Kano und ein Rookie reden hier. Und da sehen wir ein Artefakt, was wir eingesammelt haben. Die gibt es nämlich in jeder Mission. In der ersten gab es keine, aber die kann man in jeder Mission sammeln. Und ich weiß zwar nicht mehr wozu, aber die sind bestimmt zu was gut. Na Yoda, willst du uns jetzt den Doppelsprung erläutern? Bestimmt, oder? An Wänden hoch, ein Jedi kann springen. Ach ja. Eine Wand zuspringe und dann springe erneut. Im richtigen Moment springen du musst, um ganz nach oben zu gelangen. Oh, wie kann ich deine Weisheit erlangen, Meister Yoda? Zack, zack. Das Jedi nie gerade ist, aber wenn von der Macht du dich leiten lässt, dann einfach es für dich wird. Nein, ich will... Scheiße. Ich will diesen Punkt da. Na gut, dann kriege ich ihn vielleicht nicht mehr. Dann muss ich wohl hier an der Wand lang. Yeah! Breakdance, Breakdance, Breakdance. Und hoch hier. Ahsoka, ja, du beamst dich einfach mal. Du alle Cheaterin. So, wieder Punkte eingesammelt. Wie gesagt, die sind für den Shop gut, wie uns Yoda ja gerade erklärt hat. So, haben wir hier oben noch irgendwas? Ne, da kommen wir nicht mehr hoch. Gut, Lichtschwert immer bereithalten, junger Padawan. Ach, sie hört nicht auf mich.
Wow, nein. Boah, fast wäre ich da runtergedrückt worden vom Scrolling. So, dann wollen wir hier mal gucken. Wir sind auf feindlichem Gebiet. Ja, da hinten sehen wir Superkampfdroiden patrouillieren. So, dann mache ich hier gleich hier runter und folg mir, mein junger Padawan. Yeah. Ach, es ist cool, den Macho raushängen zu lassen. So, hier eine kleine Kletterpartie. Fotorezeptoren sauber halten. Es sind Jedi in der Nähe. Warum ist der golden? Fresse halten. Jawohl. Ja, aber sie ist viel zu langsam, also wird der Vorsprung nicht ausgenutzt. Jetzt geht's erstmal Droiden-Schaschlik. Yeah. Boah. Boah. Da sehen wir unsere Lebensanzeige, die nicht allzu gut aussieht. So, jetzt metzeln wir uns hier aber durch die Droiden. Ich sollte vielleicht mehr mit G blocken. Oh. Neue Kampfdroiden. Hier so blocke ich, wie ihr seht. Und so kann ich sie wegschleudern, auch in den Abgrund. Und das ist sehr hilfreich. Und ihr seht ja schon, wie die Punkteanzeige hochgeht. Und Ahsoka kontrolliert einen Kampfdroiden, hat ihn umgebracht. Superkampfdroiden hat ihn umgebracht. Sehr gut, mein Padawan. So, bam, 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 bam. Noch welche oder war's das? Alter, ihr könnt's ja auch nicht lassen, ihr dummen Kampfdroiden. Gute Arbeit, Ahsoka. Gut, dann werden wir gleich mal. Ja, wollte ich gerade machen. Dann wollen wir den erst gleich mal ausschalten. Mit H. Mal sehen, wie wir das machen. Ah, so. Yeah. Ja, das sind eben noch Anfänge im Spiel, Tutorials. Ganz einfach. Genau, Ahsoka, du sagst es. Aber ich selbst, muss ich zugeben, werde das auch noch brauchen, diese Tutorials, weil das Spiel ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern kann. Ist zwar nicht so alt, aber trotzdem. Wo bin ich jetzt? Ach, da. Ich bin runtergefallen, natürlich. So, dann gleich mal hier hoch und wie immer alle Punkte einsammeln. Eine Kletterpartie auf Ryloth. Nein, ich habe einen Punkt vergessen. So, da habe ich ihn. Und weiter geht's. Speicherpunkt. Oh. Was sind das für Dinge? Das frage ich mich auch. Das herauszufinden. Weiter jetzt. Was bist du denn? Ah, anscheinend müssen wir da raufspringen. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Der verschwindet nämlich immer wieder. Ich töte dich, was auch immer du bist. Ja, das war extrem klug von dir, Anakin. Oh, boah, das gibt's doch nicht. Manchmal ist die Steuerung leicht für den Arsch, weil wir werden ja auch immer wieder respawned. So. Ach, das Ding taucht immer wieder auf. Dann werde ich es einfach mal... Boah, das gibt's doch nicht. So, erste Fails im Spiel. So, dann werde ich das einfach mal zum Weitergehen benutzen und mich nicht länger damit aufhalten. So. Aha, hier sind wir in einer Art Innenraum. Also bis jetzt geht's sehr gut mit dem... Okay, ich glaube, ich kehre lieber um, Kampfdroide. Nee, aber was ich sagen wollte, das mit den Lags hält sich bis jetzt sehr schön in Grenzen. Kann sich zwar noch ändern, aber bis jetzt sieht das sehr gut aus. So, Ahsoka, du lässt mich vorgehen, denn ich bin der Meister. Ah, Yoda. Du hast auch nichts zu tun, als mit G. Um abzusteigen. Das habe ich jetzt nicht so verstanden, aber... so, hier geht's erstmal weiter. Ah, hier haben wir noch Punkte. Was für eine Sauerei. Vorsichtig, Kleine. Das Gebäude ist durch den Krieg ziemlich ramponiert. Ihr macht euch zu viele Gedanken, Meister. Boah, kleiner Padawan, du musst einfach lernen. So, da will ich da mal runterrutschen, weil ich da nicht richtig die Punkte eingesammelt habe. So, yeah, das war eine gute Kletterpartie. Ahsoka schafft's nicht, sie ist zu schlecht. Nein, an euch kommt keiner vorbei. Ja, das ging aber dafür ziemlich schnell. Oh, der lebt noch. Na, komm schon. Nein, ich will... So, tschüss. Du kannst gleich mal einen Ausflug ins Nimmerleinsland machen. So, was haben wir denn hier? Yeah. Ändern, du kannst beim Schwingen. Einfach das ist. Ja, Yoda. So, dann wollen wir gleich mal in diese Richtung schwingen. Yeah, yeah, Tarzan. Jawohl, da oben ist er. Konzentrier dich, Ahsoka. Ah, wir müssen wieder dieses Ding benutzen. Diese Drehdinger. So, das eine verschwindet gerade, wenn ich aufspringen will. Das nenne ich natürlich Solidarität. Okay, da müssen wir ein bisschen nach Jump'n'Run. Alter, komm schon. So, jetzt muss ich das erstmal ein bisschen abpassen. Und hier nicht dauernd wieder in den Abgrund springen. So, zack. Nein, ey, komm schon, ich war drauf.
Manchmal ist die Kamera etwas scheiße platziert, so. Jetzt will ich aber nicht zu lange failen. Das wäre nämlich für euch als Zuschauer nicht so nice. Ey, das gibt's nicht. Ey, ich hatte es fast. Verdammt, das gibt's es nicht. Ach ja. Komm schon. Jawohl. Boah, das habe ich jetzt irgendwie hingekriegt. So, dann werden wir gleich mal diesen Generator, diesen Schalter betätigen. Und dann geht's auch schon weiter für uns. Macht ihr mal. Ich komme gerade zurück. Ah, verdammt, muss ich wieder denselben Weg zurücknehmen? Ja. Ich glaube, man verliert auch Punkte, wenn man stirbt. Aber jetzt bin ich hier. Und die Kameraeinstellung könnte sich langsam mal ändern. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man verliert Punkte, wenn man stirbt. Musste ich mal drauf achten. So. Jo. Mir doch auch. Zack, zack. Und falsche Richtung. Bam. Und du kommst auch noch dran. Ja gut, dann werden wir diesen Schutter mal wegräumen. Druiden zu übernehmen, auf seinen Rücken springe. Den Druiden zielen und aufladen, du musst. Aha. Okay. Ein Sabotagedruide scheint das zu sein. Kann man da nicht einfach auch... Ah, nee, anscheinend muss ich mir das mit dem Sabotagedruiden machen. Aha. Ich glaube, ich weiß, wie das gemeint ist. So. Nee, 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 nee. Ahsoka, lass es. So. So geht's nämlich. Ja, habe ich doch gerade gemacht, Yoda. Guck, die Mauer ist zerstört. Guck da einfach hin. Du bist nämlich immer zu spät. So, in die Tür rein. Spring an eine Wand, damit mit dem Lichtschwert du rutschst. Einfach, hm? Ja? Witzig. So, dann rutschen wir hier mal runter. Ja, yeah, Punkte. Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Du wirst uns besiegen, Ahsoka. Deswegen hast du auch viel weniger Energie als wir. Boah, und diese Sabotagedruiden sind nicht gerade lustig, wie ihr seht, weil die senden hier auch so Laserstrahlen ab. Au. Au, da hat mich der Sabotagedruide umgebracht. Wir werden gerespawnt oder... Hallo? Danke. Ich dachte gerade, man könnte dich nicht umbringen. Das wirst du bereuen, mein Freund. Komm schon, Ahsoka. Boah, ich bin gleich tot. Deswegen sollte ich vielleicht etwas... So, in die Blockarbeit gehen und jetzt hier. Bam, bam, bam. Ach ja, die super Kampftruinen sind immer noch die, die normalen Kampftruinen sind immer noch die allernettesten Gegner. Was ist das hier jetzt? Druidendemolierung. Zerstöre Druiden, wie du willst. Herausforderung. Ja, warum können wir das können wir mal machen. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. 3, 2, 1, go. Könnten wir mal richtige Druiden haben? Aua. So, das ist dann so eine Herausforderung, wo wir 20 Sekunden für haben. Ja, yeah, Ahsoka, du bist gut. Wo ist Anakin? Wo bin ich? Danke. So, neue Druiden, neue Druiden, neue Druiden. So, neue Druiden, neue Druiden, neue Druiden, neue Druiden. Da, komm, den killen wir noch. Jawohl, 4 Sekunden noch. Komm, wo ist der neue? Gebt mir alles, was ihr habt. Ruinendemolierung, Silber, Crazy Oni und Ahsoka. Ich habe Platz 1 und sie hat Platz 2. Na gut, das ist dann besser für den Coop-Modus, würde ich sagen. Aber gut, aktivieren wir jetzt diesen nächsten Schalter hier. Yeah, Aktivierung, initialisiert. Die Klone. Vorwärts. Jetzt sind die Energiebrücken aktiv und die Klone können in die Stadt einmarschieren. Yeah. Aber echt mal. Ja, Ahsoka kann ich nicht so gut leiden, aber... Oh. Scheiße. Endlich mal echte Action auf diesem Fels. Können eure Männer es mit Ihnen aufnehmen, Sergeant? Auf euren Befehlen machen wir Schaden aus Ihnen, General. Jawohl. Sie gehören euch. Vielen Dank, Sir. Sollten wir Ihnen nicht helfen? Geduld. Man muss den Truppen zutrauen, ihre Lage selbst einzuschätzen. Ah ja. Droiden sollten kein echtes Problem sein. So spricht ein wahrer Kriegsherr. Wenn ihr das sagt, Meister.
So, Inhalt wird gespeichert. Bitte schaltet den PC nicht aus. Energie für Resident. 10 Minuten haben wir dafür gebraucht. Also auch die zweite Mission passt in den zweiten Part. Und wir haben wieder Platin und wieder kommt R2D2, um zu feiern. Und wir haben ein von einem gesammelten Artefakt. Also werde ich jetzt auch die nächste Mission mit den Klonen machen, hier auf Ryloth. Und dann werde ich auch die Aufnahme für heute wieder beenden. Die allererste Aufnahme. Ich hoffe, es gefällt euch bis hierhin. Mir macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und jetzt werden wir endlich die Klone spielen. Ich bin ein sehr großer Freund der Klone. Ich habe auch Star Wars Republic Commando deswegen gezockt. Aber diese Klone sind natürlich auch nicht schlecht. Und wer einer meiner Favoriten ist natürlich auch der Klon Rex.